Hallo, mein Name ist Sebastian Ostrich und ich heiße Sie herzlich willkommen zur zweiten Folge von 15 Minuten Hegel. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Fragen und Rückmeldungen, die bei mir eingegangen sind. Ich werde einige Fragen gleich in dieser Folge beantworten. Andere Fragen habe ich mir notiert und werde sie in späteren Episoden behandeln. Eine allgemeine Frage, die ich gerne gleich zum Anfang behandeln möchte, hat mich per E-Mail erreicht. Ich lese sie vor. Warum sind Hegels Schriften so kryptisch? Hätte er nicht in klarer Alltagssprache schreiben können? Verstehen wir überhaupt noch, worüber wir reden, wenn wir unsere Fragen in so geschwollenen Worten ausdrücken? Bei mir erweckt das immer den Eindruck, dass der Stil fabelhaft dazu geeignet ist, Leute mit seiner Tiefgründigkeit zu beeindrucken, aber nicht so sehr dazu taugt, mit wissenschaftlicher Präzision über philosophische Fragen zu diskutieren. So also die Frage bzw. eigentlich schon Kritik des Zuschauers. Darauf möchte ich zweierlei antworten. Erstens muss man zugestehen, dass Hegel es uns hätte in vielerlei Hinsicht leichter machen können. Allein syntaktisch sind viele seiner Sätze eine Zumutung. Andererseits denke ich, dass man Hegel verteidigen kann und eigentlich auch muss, denn diese seltsam anmutende Sprache ist nicht willkürlich gewählt. So wie schon Platon und Aristoteles und Kant und später auch Heidegger, so hat auch Hegel eine ganz eigene philosophische Sprache und Terminologie entwickelt. Der Sinn dahinter ist, dass es um ganz neue und ganz eigenständige Gedanken geht, die auch eine ganz neue und eigenständige Ausdrucksweise erfordern. Man sollte daher der hegelischen Sprache zunächst eine Chance geben und das heißt, man muss sie zumindest ein Stück weit erlernen. Und dann, in einem zweiten Schritt, kann man darüber urteilen, ob sie dazu taugt, philosophische Probleme zu lösen oder nicht. Ja, und damit zum Thema der heutigen Sendung, Dialektik. Dialektik ist wie kein zweiter Begriff mit der Philosophie Hegels verbunden und er ist auch eine Quelle für viele Missverständnisse und Fehleinschätzungen. Die vielleicht bekannteste Fehleinschätzung ist, dass sich Hegels Dialektik als einen Dreischritt aus These, Antithese und Synthese gestaltet. Dass dem nicht so ist, möchte ich jetzt anhand einer Lesung aus dem zweiten Kapitel meines Buches Hegel, der Weltphilosoph, zeigen. Dialektik oder so ist nur Arbeiter. Wobei, auf das so ist nur Arbeiter, das Schwäbische an Hegels Dialektik, werde ich heute gar nicht zu sprechen kommen. Auch wer fast nichts von Hegel weiß, hat meist doch von seiner Dialektik gehört. Wer dann noch meint, ein bisschen mehr zu wissen, hält die Dialektik nicht selten für einen Dreischritt aus These, Antithese und Synthese. Allerdings findet sich bei Hegel selbst nirgends eine derartige Definition. Hegel hat sich im Gegenteil ausdrücklich gegen eine allzu schematische Auffassung seiner philosophischen Methode gewehrt. In seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie kritisiert Hegel gar Immanuel Kant dafür, sich an einem geistlosen Schema der Triplizität orientiert und dabei allenthalben Thesis, Antithesis und Synthesis aufgestellt zu haben. Es war wohl der heute weitgehend unbekannte Kieler Philosophieprofessor Heinrich Moritz Kalibäus, der nach Hegels Tod entscheidend zur Popularisierung der Dialektik als Dreischritt aus These, Antithese und Synthese beigetragen hat. Mit dieser Schematisierung hat er nicht nur Hegel einen Bärendienst erwiesen, sondern auch viele Kritiker Hegels in die Irre geführt. Wenn sich etwa im 20. Jahrhundert der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper gegen Hegel wendet, indem er dem dialektischen Dreischritt unverzeihliche logische Fehler vorwirft, dann trifft seine Kritik höchstens Kalibäus und Konsorten, nicht aber Hegel selbst. Ist nun aber die verbreitete Auffassung, Hegels Philosophie verfahre nach dem Dreischritt aus These, Antithese und Synthese wirklich gänzlich falsch? Schließlich springt doch jedem, der Hegels Werke aufschlägt, sofort die fast ausnahmslose Dreiteilung der Bücher, Kapitel und Unterkapitel ins Auge. Nein, das dreigliedrige Schema ist nicht grundverkehrt, aber es ist eben nur ein Schema, das heißt eine starre Annäherung an das Wesentliche, und das Wesentliche ist für Hegel der Rhythmus der Erkenntnis. Erkenntnis soll einen Rhythmus haben? Besteht Erkenntnis denn nicht gerade aus dem Auffinden und Festhalten unveränderlicher Fakten? Für Hegel tut sie das nicht, zumindest nicht die philosophische Erkenntnis. Diese besteht in einer Bewegung, und zwar einer Bewegung des Denkens. Philosophieren heißt für Hegel, sich auf diese Bewegung und ihre Eigengesetzlichkeiten einzulassen. Ein Schema wie das von These, Antithese und Synthese gleicht eher einem Metrum als einem Rhythmus. Es ist lediglich ein allgemeines Muster betonter und unbetonter Schläge, aber von den Akzentuierungen, Pausen und Verschiebungen, die einen lebendigen Rhythmus ausmachen, weiß das Schema nichts. Wer sich auf den Rhythmus des Denkens einlässt, der entdeckt, dass Gedanken beweglich sind, und zwar gemäß einer eigenen inneren Logik. Wer dieser inneren Logik folgt, der erlebt etwas Erstaunliches.
Die scheinbar so festen Gedanken werden flüssig, sie lösen sich auf und nehmen sogleich eine neue Gestalt an. Sie werden, wenn zu Ende gedacht, zu anderen Gedanken, zu ihrem eigenen Gegenteil. Die Gedanken führen zu ihrer eigenen Negation, die aber nicht nichts, sondern eine bestimmte Negation ist. Dieses Umschlagen eines Gedankens in sein Gegenteil nennt Hegel das Dialektische. Mit Dialektik haben wir es also zu tun, wenn das Denken eines Gedankens über sich selbst hinausführt auf sein Gegenteil. Der Alltagsverstand wird sogleich Beschwerde führen, dass man sich hierunter nichts vorstellen könne. Und überhaupt, recht mystisch klingt es, dass ein Gedanke in sein Gegenteil umschlägt. Nun ist aber auch der Alltagsverstand durchaus mit dem Dialektischen vertraut. Selbst Sprichwörter zeugen davon. Man denke etwa an das römische Summum jus summa injuria. Wo Recht alles ist, herrscht höchstes Unrecht. Wo bis zum Äußersten auf dem bestehenden Recht, der von einem Gesetzgeber gesetzten und daher positiven Gesetzgebung beharrt wird, ohne mögliche Ausnahmen, Härtefälle oder den Gnadenakt zu berücksichtigen, dort schlägt das Recht in Unrecht um. Der negative, gegensatzproduzierende Aspekt der Dialektik ist eigentlich nur ein Vorspiel. Worauf es letztlich ankommt, ist der positive, die Gegensätze versöhnende Aspekt der Dialektik, das Spekulative. Es fasst das Entgegengesetzte in seiner Einheit, überwindet die dialektisch hervorgebrachten Gegensätze, hebt sie auf. Aufhebung, das ist selbst ein spekulativer Ausdruck, vereint er in sich doch zwei gegensätzliche Bedeutungen, nämlich einerseits aufhören lassen, ein Ende machen und andererseits aufbewahren, erhalten. Aber wie sollen diese beiden scheinbar widersprüchlichen Bedeutungen zusammenpassen? Nun, einer Sache ein Ende zu machen, bedeutet nicht zwangsläufig, sie gänzlich zu vernichten. So kann etwa einer noch formlosen Liebesbeziehung, einer Affäre, ein Ende gemacht werden, indem sie die Form der Ehe überführt wird. Dabei wird die Liebesbeziehung nicht vernichtet, sondern in veränderter Form fortgeführt. Diese Veränderung der Form, zu der es beim Übergang von Romanze zu Ehe kommt, verweist zugleich auf eine dritte spekulative Wortbedeutung von Aufhebung, nämlich das Höher- oder Emporheben. Wir feiern den Eheschluss, weil uns die eheliche Verbindung als höhere und nicht nur als eine andere Form der Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen gilt. Aufhebung ist also zugleich Verneinung, Erhaltung und Erhöhung oder für den Lateiner negare, conservare und elevare. Spekulation ist die ureigene Aufgabe der Vernunft. Die spekulative Vernunft eint und harmonisiert, sie geht wortwörtlich aufs Ganze. Darin unterscheidet sich die Vernunft vom Verstand. Dieser löst Gedanken und Begriffe in Einzelteile auf. Er abstrahiert und isoliert, er trennt und fixiert. Es ist die Sache des Verstandes, die Dinge nüchtern zu zergliedern, zu typisieren und dann in den Schubladen unseres Denkens zu verstauen. Der Verstand erfüllt damit eine unverzichtbare Funktion. Er verleiht unserem Denken Struktur. Hegel ist deshalb auch kein Feind des Verstandes, sondern nur ein Gegner eines Verstandesdenkens, das die Alleinherrschaft über unseren Geist beansprucht. Denn zum Denken gehört auch die spekulative Vernunft. Anders als dem verständigen Sortiergeschäft geht es ihr um eine höhere Wahrheit, nämlich um den Gesamtzusammenhang des Denkens. Diesen Zusammenhang kann man aber nicht einfach in das Korsett eines starren Begriffs zwängen, denn das hieße, wieder nur eine bestimmte Perspektive auf das Ganze einzunehmen. Das Ganze ist kein Ding, sondern ein Prozess, den man nur in einer geistigen Bewegung nachvollziehen kann. An dieser Stelle kann ich auch gut auf eine weitere Zuschauerfrage eingehen, die mich erreicht hat. Ich wurde gefragt, wie es sich mit den aktuellen Bemühungen verhält, Hegels Philosophie mit den Mitteln der analytischen Philosophie zu rekonstruieren. Wie aus der gerade gelesenen Passage hervorgeht, ist Hegel kein Feind des analytischen, zerglindernden Denkens, das er Verstandesdenken nennt. Allerdings betont Hegel, dass das Verstandesdenken, das Analysieren von Begriffen, eben nur ein Teil, ein Aspekt des philosophischen Denkens sein kann, was dem analytischen Denken, wenn man es verabsolutiert, per Definition empfiehlt, ist das synthetische, verbindende, zusammenführende Denken, das die Begriffe in ihrem Gesamtzusammenhang erörtert, anstatt immer nur einzelne Begriffe zu zergliedern. Hegel, alleine mit den Mitteln der analytischen Philosophie verstehen zu wollen, kann also eigentlich nicht ganz aufgehen. Damit zurück zum Text. Die Dialektik eines Gedankens und seines Gegenteils, sowie die Spekulation als Aufhebung dieses Gegensatzes,
ergibt das zusammengenommen nicht doch wieder den Dreischritt von These, Antithese und Synthese? Zweifellos lässt sich die Bewegung des Denkens mit Hilfe dieser Ausdrücke strukturieren, aber sie sind zugleich irreführend und lenken vom Eigentlichen ab. Sie verleiten zu dem Missverständnis, man hätte es mit isolierten Elementen zu tun, als gäbe es erst eine These, zu der man dann eine ihr äußere Antithese und schließlich die Synthese zu suchen hätte. Aber genau so geht der sich selbst bewegende, lebendige Charakter des Denkens verloren. These, Antithese, Synthese. Im spekulativen Denken sollen sie sich organisch auseinander entwickeln. Der Dreischritt aus These, Antithese und Synthese ist höchstens der tote Buchstabe, nicht aber das lebendige Wort der Spekulation. Damit habe ich hoffentlich auch eine weitere Zuschauerfrage beantwortet. Ich wurde nämlich gefragt, wie sich Hegels Dialektik verhält zu universell entwicklungsgesetzmäßigen Auffassungen der Dialektik. Und gemeint war damit vor allem die Geschichtsdialektik von Engels und Marx. Die Antwort darauf lautet, dass Hegel einen starren oder schematischen Ablauf der Dialektik zurückweist. Insbesondere lehnt Hegel auch die Vorhersage der Zukunft auf Basis dialektischer Überlegungen ab. In seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte ist er da ganz eindeutig. Dialektisch begreifen können wir nur die Geschichte, die hinter uns liegt, nicht aber die Zukunft, die noch offen ist. Was schließlich den Mythos betrifft, Hegels Dialektik bestehe aus einem Dreischritt aus These, Antithese und Synthese, so hat auch er etwas Gutes. Denn ohne ihn gäbe es eines der besten philosophischen Gedichte nicht. Ich meine Robert Gernhardts Gedicht Theke, Antitheke, Syntheke, das ich Ihnen zum Abschluss vorlesen möchte. Beim ersten Glas sprach Husserl, nach diesem Glas ist Schlusserl. Ihm antwortete Hegel, zwei Glas sind hier die Regel. Das kann nicht sein, rief Wittgenstein, bei mir geht noch ein drittes rein. Worauf Herr Kant befand, ich sehe ab vier erst Land. Ach was, sprach da Marcuse, trink ich nicht fünf, trinkst duse. Trinkt zu, sprach Schopenhauer, sonst wird das sechste sauer. Das nehm ich, sagte Bloch, das siebte möpselt noch. Am Tisch erscholl Gequietsche, still trank das achte Nietzsche. Das neunte erst schmeckt lecker, du hast ja recht, Heidegger, rief nach Glas 10 Adorno, Prost auch, und nun von vorno. In diesem Sinne ein Schlückchen Weltgeist die Birne auf Ihr Wohl. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie das Video. Bei Fragen schreiben Sie mir eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.